Sie müssten ja nicht als Musiker arbeiten, aber was treibt Sie an? Wo kommt diese Schaffenskraft her? Ich bin in einer Musikerfamilie groß geworden, habe von klein auf mit 8, 9 Jahren meinen ersten Song geschrieben. Und das hat mich einfach so geprägt, das ist wie meine zweite Natur. Ich kann nicht anders. Wenn ich nicht musiziere, dann werde ich krank oder unglücklich und das muss sein. Jetzt sind Sie natürlich gemeinsam mit Ihren Geschwistern auch berühmt geworden. Wie ist heute der Kontakt? Machen Sie noch manchmal Musik zusammen oder ist vieles eingeschlafen? Also wir stehen alle noch in Kontakt und ich habe auch ein paar gute Freundschaften unter meinen Geschwistern. Man gibt sich gegenseitig Ratschläge, man hat wirklich sehr ehrliche Meinungen, wenn man was vorspielt zum Beispiel. Und aber musizieren, das ist jetzt erstmal Solo. Ich mache jetzt mein Solo-Projekt und dann gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Wie hat Sie der frühe Erfolg geprägt? Gut, einerseits, also ich finde es toll, dass ich innerhalb einer Familie diesen Erfolg erleben durfte, weil da war ich sehr geschützt. Wenn ich jetzt ein Solokünstler gewesen wäre, wäre es vielleicht als junger Mensch vielleicht ein bisschen schwieriger. Und habe aber sehr viel gelernt und weiß heute, was ich nicht will. Und Letzte Frage, was wünschen Sie sich für sich persönlich für die Zukunft? Dass ich gesund bleibe, dass ich privat mit meiner Frau viel unternehmen darf und beruflich einfach mit meiner Musik Menschen Freude bringen kann. Dankeschön. Danke.